Herr Krischer, es soll ein neues regeneratives Kraftwerk eigentlich im Kreis Dürr bzw. in der Region geben, am Ruhrsee. Warum halten Sie den Ruhrsee für einen guten Standort? Der Ruhrsee ist einfach ein guter Standort, weil es hier große Höhenunterschiede gibt. Der See selber liegt 200 Meter tiefer als die umgebenden Höhenflächen. Und das ist bei Pumpspeicherkraftwerken hochinteressant. Hier kann man den überschüssigen Strom, der dann, wenn vor allen Dingen viel Wind weht, wenn viel die Sonne scheint, wenn wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, dann kann man das Wasser nach oben pumpen. Dann, wenn der Bedarf größer als die Produktion ist, also zum Beispiel nachts oder zu windschwachen Zeiten, dann kann das Kraftwerk Strom produzieren, indem das Wasser durch eine Turbine wieder nach unten verläuft. Das ist absolut wichtig und notwendig für die Energiewende. Das Ganze sollte jetzt sogar relativ schnell passieren. Also innerhalb der kommenden Jahre wird davon gesprochen, dass das umgesetzt werden könnte. Wie schnell glauben Sie tatsächlich, dass so ein Pumpspeicherkraftwerk möglich ist? Also Trianel selber, der Betreiber, spricht ja davon, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis das Projekt realisiert wird. Wir steigen jetzt in die Genehmigungsphase ein. Ich hoffe, dass es sehr schnell geht, dass wir in 4, 5 Jahren tatsächlich die Anlage fertig ist. Trianel selber denkt, dass es möglicherweise etwas länger dauern wird. Aber ich glaube, da wir ein solches Projekt auch ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls für die Eifel sein kann, ich auch eigentlich mir gar keine Gründe vorstellen kann, die explizit dagegen sprechen, dass wir hoffen, dass es wirklich schnell zu realisieren ist. Direkt hinter unserer Kreisgrenze in Lammersdorf ist noch so ein neuer Windpark geplant. Das plant die STAWAG, die Energieversorgungsenergie aus Aachen. Das soll schneller gehen. 2013 ist ja, glaube ich, das Datum. Ja, also wir haben, das ist einer der Windparks, die in den nächsten Jahren hier in der Region errichtet werden. Wir haben zum Beispiel im Moment werden Anlagen in Niedengschmidt gebaut. Das geht natürlich schneller, wenn man hier vorhandene Konzentrationszonen hat, Flächen hat, die baurechtlich ausgewiesen sind, dann kann das unter Umständen sehr schnell gehen. Das ist natürlich auch ein Teil der Energiewende, dass wir zusätzliche Windkapazitäten in der Eifel an den guten Windstandorten, die wir hier in der Region haben. Das finde ich auch richtig, weil das bringt Wertschöpfung in die Region. Hier profitieren die Kommunen über Gewerbesteuerzahler, hier profitieren die Grundstückseigentümer über Pachtzahlungen. Das ist einfach wichtig, dass wir die Energie nicht aus Saudi-Arabien oder von Herrn Putin aus Russland beziehen, sondern dass das hier in der ländlichen Region in der Eifel produziert wird. Dann bleibt das Geld auch vor Ort. Problem. Da sprechen Sie gerade was an. Herr Putin will ja mehr oder weniger mit Gazprom RWE kaufen. Kann man dem Ganzen kritisch gegenüberstehen oder sollte man da vielleicht sagen, nö, das kann man so machen? Ja, RWE hat ein Riesenproblem, das muss man einfach so sagen. Der Konzern hat die Energiewende verpasst, hat viel zu lange auf Kohle und Atom gesetzt. Das ist das, was Kritiker seit Jahren sagen, tritt jetzt ein. Ein ehemals ja in der Region oder in Nordrhein-Westfalen entstandenes Unternehmen wird zum Übernahmekandidaten. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die absehbar war. Und man wird jetzt sicherlich nach einem Partner umsehen müssen, ob das Gazprom ist oder nicht. Könnte mir da auch andere vorstellen, weil RWE selber hat ja schon mal mit einem spanischen Konzern, Iberdrola, der so sehr gut bei den erneuerbaren Energien engagiert ist, verhandelt. Das wäre sicherlich ein besserer Partner, aber das ist natürlich letztendlich eine Entscheidung von RWE und ich sag mal, für den Konzern an sich ist das natürlich ein großes Problem, wenn plötzlich Gazprom hier Zugriff auf deutsche Kraftwerke, auf deutsche Stromnetze hat. Da bleibt bei mir immer ein etwas mulmiges Gefühl, aber das ist eine Entwicklung, die halt RWE selber auch zu verantworten hat.